Herzlich willkommen zur heutigen Online-Schulung mit dem Thema Fördermittel für Kommunen. Mein Name ist Philipp Greher, ich betreue das Klicks-Projekt und führe Sie heute durch die Online-Veranstaltung. Mit dabei ist auch mein Kollege Herr Metz, den Sie hier vielleicht schon als kleines Bildchen entdeckt haben. Und wir haben natürlich auch eine Menge Referentinnen dabei. Und da komme ich auch schon direkt zu unserer Agenda für heute. Und zwar haben wir Jens dabei von der Agentur für kommunalen Klimaschutz. Er wird uns was zur Kommunalrichtlinie erzählen, gefolgt von Christine vom Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz. Sie wird uns was zum Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen erzählen. Und wir haben auch Steffi dabei vom Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e.V. Und sie wird uns das Gebäudeenergiegesetz, die Bundesförderung für effiziente Gebäude näher bringen und auch noch einen Teil für Fernwärme. Vielleicht noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir zeichnen die Veranstaltung heute auf. Das haben Sie ja auch in der Anmeldung bestätigt. Die gesamten Präsentationsunterlagen werden wir im Nachgang an Sie versenden. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, sich voll auf den Inhalt zu konzentrieren. Sie müssen nicht mitschreiben oder Screenshots anfertigen. Und wir haben im Anschluss auch eine Fragerunde, sodass Sie dort dann die Möglichkeit haben, Ihre Fragen loszuwerden. Und in Anbetracht, ja, sage ich mal, des engen Zeitplanes heute mit drei Inputs, würde ich auch sagen, dass wir direkt starten. Und ja, da würde ich jetzt Jens einmal bitten, seinen Bildschirm mit uns zu teilen. Und genau. Sehr gerne. Ich hoffe, dass das jetzt im ersten Anlauf klappt. Und zwar. Glaube ich, muss ich das hier einmal noch Jetzt wechseln. hat's geklappt. Gerne ein Zeichen. Nee, Wunderbar. einmal noch Sehr schön. ändern. Die Ja, dann auch Anzeigeneinstellung, Jens. nochmals. Genau. Die Anzeigeneinstellung nochmal vertauschen. Perfekt. Okay, dann machen wir es so gerne. Ich räume es bei mir ein bisschen rum. Dann, genau, herzlich willkommen auch von mir zum Vortrag von mir. Herzlichen Dank für die Einladung zu den Fördermöglichkeiten im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative, insbesondere der Kommunalrichtlinie. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Jens Bieker von der Agentur für kommunalen Klimaschutz. Wir sitzen in Berlin und Köln am Deutschen Institut für Urbanistik. Ganz kurz zu uns als Agentur. Was machen wir? Wir sind ein Projekt des BMWK, also des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, in dessen Auftrag wir bundesweit Kommunen und kommunale Akteure beraten, unterstützen bei Themen des kommunalen Klimaschutzes. Was machen wir? Unter anderem machen wir eben die Orientierungsberatung für Fördermittel, insbesondere für die Nationale Klimaschutzinitiative. Wir stellen allerdings auch eine ganze Reihe an Informationsmaterialien und Publikationen auf klimaschutz.de zur Verfügung. Wir sind bei Veranstaltungen wie heute, bei Fachveranstaltungen, Vernetzungstreffen anwesend, organisieren aber auch selber Veranstaltungen, beispielsweise Vernetzungstreffen Klimaschutzmanagements oder Webinare. Wir beraten natürlich auch das BMWK auf Basis dessen des Feedbacks, das wir von den Kommunen erhalten, um die Förderlandschaft und die Unterstützungsbedarfe für den kommunalen Klimaschutz noch besser auf Bundesebene auszurichten. Und was wir auch tun, ist Verfahrens- und Qualitätsstandards entwickeln und im Klimaschutzmonitoring zu unterstützen, insbesondere den BISKO-Standard, dort Schritt für Schritt Anleitungen, Interpretationshilfen etc. Also auch da sind wir Ansprechpartner für Sie. Heute soll es aber um die Nationale Klimaschutzinitiative gehen und die Kommunalrichtlinie. Ganz kurz dazu, was ist die Nationale Klimaschutzinitiative? Das ist eins der wesentlichen Förderinstrumente des Bundes, mit denen die Ziele des Bundesklimaschutzgesetzes erreicht werden sollen, nämlich die Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 65% im Vergleich zu 1990 und das Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Sie sehen hier eine Grafik, was bereits mit der Nationalen Klimaschutzinitiative bis Ende 2022 erreicht werden konnte, nämlich über 45.000 geförderte Projekte. Wir dürften uns mittlerweile bald den 50.000 nähern, mit mehr als 1,5 Milliarden Euro, die dabei ausgeschüttet wurden, und einer Reduktion der Treibhausgasäquivalente um 38,5 Millionen Tonnen.
Finanziert wird das Ganze aus dem Bundeshaushalt und dem Klima- und Transformationsfonds. Und der Leitgedanke ist daran, die Kommunen und kommunalen Akteure zu beraten, zu motivieren und Investitionen zu fördern. Das Ganze über sowohl eine Breitenförderung als auch eine Modellförderung. Die Breitenförderung ist, wie gesagt, an alle kommunalen Akteure gerichtet und an eine sehr große Gruppe. Auf die Kommunalrichtlinie gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Die Kälte-Klima-Richtlinie unterstützt beispielsweise beim Austausch von Kälte- und Klimaanlagen gegen hocheffiziente Geräte. Das ist sozusagen in der Breite. Die Modellförderung gliedert sich dann in die kommunalen Klimaschutzmodellprojekte und Klimaschutz durch Radverkehr. Im ersten Programm geht es vor allem um investive Maßnahmen im Bereich Primärabfall- und Abwasserentsorgung, aber auch Umweltverbund, Smart City und Energie- und Ressourceneffizienz. Der Klimaschutz durch Radverkehr vor allem auf Maßnahmenbündel, die darauf ausgerichtet sind, den Radverkehr in Gänze zu stärken, beispielsweise Abstellstationen plus den Ausbau von Radverkehrsachsen. Und dann gibt es noch die innovativen Klimaschutzprojekte, unter anderem KLIKS ist auch ein gefördertes Projekt in dem Rahmen. Von daher eine große Breite. Wie gesagt, wir gehen heute auf die Kommunalrichtlinie ein, weil die Kommunalrichtlinie eine ganze Reihe an unterschiedlichen Förderschwerpunkten hat. Ich kann sie in der Kürze der Zeit jetzt nicht alle im Einzelnen vorstellen, allerdings die ausgewählten, von denen wir dachten, die sind für Sie besonders interessant. Grundsätzlich, egal wo Sie stehen, ob Sie beim Thema kommunaler Klimaschutz noch ganz am Anfang stehen oder schon mittendrin sind, es gibt immer Förderschwerpunkte, glaube ich, in der Kommunalrichtlinie, die für Sie besonders interessant sind und einige davon stelle ich Ihnen vor. Ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte zur Kommunalrichtlinie. Was müssen Sie wissen? Zunächst der Projektträger des Ganzen ist die Zukunft Umwelt und Gesellschaft, kurz ZUG, GmbH. Das ist eine bundeseigene Einrichtung, die hier als Projektträger fungiert. Das heißt, alle Anträge für die Kommunalrichtlinie und die NKI reichen Sie bei der ZUG ein, die dann darüber entscheidet und auch bei der Abwicklung der Fördermaßnahmen dann Ihnen zur Seite steht. Die Fördervoraussetzungen und alle Förderschwerpunkte finden Sie in einem Richtlinientext und einem dazugehörigen technischen Annex. Der technische Annex unterstreicht nochmal einige Förderschwerpunkte hinsichtlich der technischen Mindestanforderungen, DIN-Norm etc. Beides finden Sie auf klimaschutz.de. Da haben wir auch einen Förderkompass eingestellt. Da können Sie gezielt für Ihre Vorhaben nach passenden Fördermitteln suchen oder nach geeigneten Förderschwerpunkten Umschalten muss ich. der Kommunalrichtlinie. Jeden Förderschwerpunkt haben wir da auch nochmal einzeln mit aufgeführt, auch nochmal mit ja, den häufig gestellten Fragen, notwendigen Formularen, den Link zur Antragstellung etc. Also gucken Sie da im Nachgang gerne rein. Was auch wichtig ist für bei der Kommunalrichtlinie und der große Vorteil ist, A, es gibt keine Antragsfristen. Bedeutet, Sie können jederzeit im Jahr einen Antrag stellen. Die aktuelle Richtlinie läuft noch bis zum 31.12.27. Also von daher haben Sie da immer die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Es gibt keine Antragsfenster bei der Kommunalrichtlinie. Und zweitens ist auch kein Wettbewerbsverfahren, ne? Das heißt, Sie poolen nicht mit anderen Kommunen da in Konkurrenz um wenige Mittel, sondern grundsätzlich kann man sagen, dass alle förderfähigen Maßnahmen in der Regel dann auch bewilligt werden. Also voraussetzt natürlich, dass die Maßnahme die Kriterien aus dem Richtlinientext und dem technischen Annex erfüllt und sie antragsberechtigt sind. Kommt nämlich auch dann direkt zur nächsten Folie. Wer ist überhaupt antragsberechtigt? Wie die Kommunalrichtlinie schon sagt, Kommunen und kommunale Zusammenschlüsse sind antragsberechtigt, allerdings auch eine ganze Reihe an weiteren Akteuren im kommunalen Umfeld, beispielsweise kommunale Unternehmen, sofern sie mindestens 25% kommunale Beteiligung aufweisen. Ähnlich sieht das aus bei Zweckverbänden. Antragsberechtigt sind auch öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Träger für Einrichtungen, beispielsweise im Bildungsbereich, bei der Kinder- und Jugendhilfe, im Gesundheitswesen, der Betreuung, Hilfe und Unterbringung von Menschen und im Kulturbereich. Des Weiteren, gemeinnützige Vereine sind antragsberechtigt, insbesondere Sportvereine profitieren sehr häufig auch von der Kommunalrichtlinie und Religionsgemeinschaften und deren Stiftung ebenfalls. Bei einzelnen Förderbausteinen, Sie werden später noch kurz sehen, bei welchen sind zusätzlich auch noch Unternehmen mit kommunalem Entsorgungsauftrag und öffentlich-rechtlich organisierte Wasserwirtschaftsverbände sowie Kontraktoren antragsberechtigt. Allerdings sind das dann, wie gesagt, die ausgewählten Förderschwerpunkte.
Grundsätzlich zu den Förderquoten. Es gibt reguläre Förderquoten. Das bedeutet, für alle Antragstellergruppen sind die Förderquoten gleich. Die unterscheiden sich dann bei den einzelnen Förderschwerpunkten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich sind die für alle Antragstellergruppen gleich. Es gibt erhöhte Förderquoten für finanzschwache Kommunen. Da profitieren sie dann von einer höheren Förderung. Und der Mindestzuwendungsbetrag liegt bei 5.000 Euro je Antrag. Kurzes Rechenbeispiel: Mindestzuwendungsbetrag heißt, mindestens 5.000 Euro werden seitens des Projektträgers ausgegeben. Wenn die Förderquote 50% beträgt, muss die Maßnahme sozusagen mindestens ein Volumen von 10.000 Euro haben, damit sie auf diese Mindestzuwendung von 5.000 Euro kommen. Der Eigenmittelanteil liegt bei 15% des Gesamtvolumens bzw. bei 10%. Für finanzschwache Kommunen eine Kumulierung, insbesondere mit Programmen des Landes, ist grundsätzlich möglich. Genau, aber wichtig ist halt eben, dass der Eigenmittelanteil von 15 bzw. 10% aufgebracht wird. Finanzschwache Kommune, was heißt das? Sie erhalten eine erhöhte Förderquote entweder dann, wenn sie in einem landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm sind oder ihnen die Finanzschwäche seitens der Kommunalaufsicht, das heißt in der Regel durch den Landkreis, bescheinigt wird. Das ist dann beim Antrag mit einzureichen. Und dann erhalten sie die höhere Förderquote. Genau, die Kommunalrichtlinie lässt sich grundsätzlich unterscheiden in strategische Förderschwerpunkte und investive Förderschwerpunkte. Es ist eine ganze Reihe. Ich habe Ihnen jetzt aus beiden Feldern mal ein paar mitgebracht, von denen die einerseits beliebt sind und sicherlich für Mecklenburg-Vorpommern besonders interessant sind. Gehen wir mit den strategischen Förderschwerpunkten. Hier sehen Sie mal alle in einer Übersicht aufgegliedert. Die blau hinterlegten werde ich Ihnen jetzt nochmal im Detail vorstellen. Aber wie gesagt, zu allen anderen Förderschwerpunkten beraten wir im Nachgang auch gerne. Vielleicht zum Einstieg die Beratungsleistung im Klimaschutz, sowohl die Orientierungs- als auch die Fokusberatung eignet sich vor allem dann, wenn Sie sagen, entweder wir haben noch gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, wir wissen eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, wo wir anfangen sollen, dann eignet sich die Einstiegsberatung. Oder wenn Sie sagen, wir haben ein ausgewähltes Thema, wo wir deutlich vorankommen müssen, dann eignet sich die Fokusberatung. Ziel ist bei beidem, dass Sie schnell umsetzbare und wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahmen bei sich in Ihrer Kommune identifizieren und dann auch umsetzen und Klimaschutz in Strukturen und Prozesse integriert wird. Was kriegen Sie gefördert? Sie können externe Dienstleister mit bis zu 20 Beratungstagen engagieren. Das erhalten Sie gefördert. Bei der Einstiegsberatung ist die Voraussetzung, dass die antragstellende Kommune noch über kein eigenes integriertes Klimaschutzkonzept verfügt. Bei der Fokusberatung wiederum geht es darum, dass das Thema im direkten Einflussbereich des Antragstellenden liegt. Beispielsweise, wenn Sie sagen, beim Thema Bauleitplanung wollen wir uns beraten lassen, wie wir Themen des Klimaschutzes dort integriert kriegen, dann wäre das beispielsweise ein Thema, was ja originär die Bauleitplanung im Einflussbereich der Kommune liegt. Was sind die Inhalte von so einer Beratung? Einerseits eine Kurzanalyse für die Aktivitäten und Möglichkeiten. Es soll ein Workshop mit Schlüsselakteuren in der Kommune durchgeführt werden. Eine Maßnahmenliste von mindestens 5 Maßnahmen soll erarbeitet werden. Eine geeignete Ansprechperson in der Verwaltung für den Beratungsinhalt soll festgelegt werden. Und die Umsetzung von mindestens einer Maßnahme und Empfehlung soll initiiert werden innerhalb des Bewilligungszeitraums. In der Regel genügt es da, wenn es beispielsweise einen Gemeinderatsbeschluss gibt, dass diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Also innerhalb dieser 18 Monate muss das noch nicht komplett erfolgen. Die Förderquote liegt hier bei 70%, 90% für finanzschwache Kommunen und wie gesagt, der Bewilligungszeitraum liegt bei 18 Monaten. Bedeutet ab Genehmigung, also ab Vorliegen des Fördermittelbescheids, haben Sie 18 Monate Zeit, diese Maßnahme umzusetzen und abzurechnen. Dann ein Kernstück der Kommunalrichtlinie ist das Klimaschutzkonzept und auch das Klimaschutzmanagement. Gefördert wird hier die erstmalige Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für Ihre Kommune. Und das Besondere ist, dass hier auch eine Personalförderung möglich ist. Das heißt, für die Erstellung können Sie ein Klimaschutzmanagement in Ihrer Kommune engagieren und deren Personalkosten werden gefördert. Ziel ist, dass im Rahmen dieser Maßnahme der Klimaschutz in der Organisation, hier besonders in der Kommune, verankert wird und langfristig verstetigt wird durch die Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes.
sollen Maßnahmen identifiziert und umgesetzt und weiterentwickelt werden, die zum Ziel der Treibhausgasneutralität beitragen können. Und angeschaut werden sollen sich eben alle klimarelevanten Handlungsfelder einer Organisation und die verschiedenen Rollen beleuchtet werden. Wie sieht das Ganze aus? So ein Klimaschutzkonzept hat mehrere Punkte. Wenn Sie beispielsweise Kreisentwicklungskonzepte oder Stadtentwicklungs-, Gemeindeentwicklungskonzepte kennen, dürfte Ihnen der Aufbau bekannt vorkommen. Man startet mit einer Ist-Analyse. Was sind also die Energiebilanzen, Treibhausgasbilanzen der Kommune innerhalb der Gemarkung? Guckt sich das an, die Potenziale zur Minderung, mögliche Szenarien und Etappenziele auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität. Ziele werden erarbeitet, es gibt einen konkreten Maßnahmenkatalog und ein Controlling- und Umsetzungsstrategie beinhaltet so ein Konzept auch. Wie gesagt, förderfähig sind hier einerseits die Personalausgaben für ein Klimaschutzmanagement, das dieses Konzept erstellt. Zusätzliche Ausgaben für externe Dienstleistende können auch gefördert werden, beispielsweise wenn Sie ja, ein Büro engagieren für die Erstellung der Treibhausgasbilanz oder beispielsweise für begleitende Bürgerbeteiligung, dann ist auch das förderfähig. Zusätzlich Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit und für das Klimaschutzmanagement, Ausstattung für Dienstreisen, für Weiterbildung etc. Das Ganze wird gefördert mit 70% bzw. 90% bei Finanzschwäche und es gilt ein Bewilligungszeitraum von 24 Monaten. Wenn Sie das sozusagen erarbeitet haben nach den 24 Monaten, ist natürlich auch wichtig, dass so ein Konzept in die Umsetzung geht. Dementsprechend können Sie gleich im Anschluss, haben Sie die Möglichkeit, das Anschlussvorhaben sich fördern zu lassen mit einer geringeren Förderquote von 40% bzw. 60% für 36 Monate. Das heißt also, ist weiterhin eine Personalstelle förderfähig, die dann eben die Aufgabe hat, dieses Klimaschutzkonzept in Ihrer Kommune in die Umsetzung zu bringen. Es sind wieder Ausgaben für externe Dienstleistende, Qualifizierung, Öffentlichkeitsarbeit etc. förderfähig und im Rahmen dieses Anschlussvorhabens sollen eben Maßnahmen umgesetzt werden, Strukturen geschaffen werden für nachhaltigen kommunalen Klimaschutz. Voraussetzung ist, dass das Konzept per Beschluss ja, durch den Gemeinderat gegangen ist und wie gesagt 36 Monate. Das heißt, wenn man das Erstvorhaben und das Anschlussvorhaben zusammenrechnet, gibt es die Möglichkeit, sich 5 Jahre lang Klimaschutzpersonal über die Kommunalrichtlinie fördern zu lassen. Dann, wenn Sie interessiert sind an kommunalen Netzwerken, das ist vor allem ja natürlich im ländlichen Raum besonders interessant, ist auch das förderfähig. Was ist hier förderfähig? Und zwar, der Ziel ist der Aufbau, der Betrieb und die Begleitung eines Klimaschutznetzwerks in einer Region. Sie können ein Netzwerkmanagement, sprich einen externen und Beraterin dadurch sich fördern lassen. Weiterbildung, Schulung für die teilnehmende Netzwerkpartner und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit ist alles zuwendungsfähig. Ziel ist hier, dass mindestens 6 Akteure sich zusammenschließen zu einem Klimaschutzthema, das relativ frei wählbar ist. Es können beispielsweise 6 Kommunen sein, die sich hier zusammenschließen. Es kann aber auch sein, dass Sie beispielsweise mit einem Regionalverband im Landkreis Unternehmen mit dabei sein sollen aus der Region. Also das ist alles möglich. Auch privatwirtschaftliche Unternehmen können diesem Netzwerk beitreten. Voraussetzung ist nur, natürliche Personen dürfen hier nicht beitreten. Förderquote liegt bei 60% bzw. 80% für finanzschwache Kommunen. Pro Teilnehmer gibt es 40.000 Euro plus nochmal zusätzlich 1.500 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit und das Ganze wird für 3 Jahre gefördert. Genau, können wir gerne später noch gucken, was da so bisherige Erfahrungen sind. Dann auch förderfähig sind die Machbarkeitsstudien, die das Ziel haben, mehrere Varianten zu untersuchen für die technischen und organisatorischen Möglichkeiten zur Treibhausgasreduktion, beispielsweise für größere technische Anlagen, für Wärmenetze, für Biogasanlagen. Da gibt es eine ganze Reihe, was förderfähig ist. Genau, Ziel ist eben, dass das vorbereitet wird, so eine Investition. Dementsprechend ist auch die Voraussetzung, dass die Investitionsentscheidung letztendlich dann in der Hand des Antragstellenden liegt und der Untersuchungsgegenstand klar abgegrenzt ist. Hier gibt es 50% Förderung bzw. 70% bei Finanzschwäche innerhalb von 24 Monaten gefördert.
werden die Leistungsphasen 1 bis 4 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, daran orientiert sich dieser Förderschwerpunkt, sprich förderfähig sind eine Bestandsaufnahme, Potenzialanalyse, eine Vorplanungsphase und sollte es erforderlich sein, die Genehmigungsplanung. Und es ist auch möglich, dass man die Leistungsphasen 1 und 2 und 3, 4 gestaffelt beantragt, das heißt voneinander trennt. Genau, entweder dann beides zusammen oder wenn man schon eine Bestandsaufnahme Potenzialanalyse hat, die der HOAI entspricht, kann man sich auch direkt die Leistungsphasen 3 und 4 fördern lassen. Dann die investiven Förderschwerpunkte, auch da ist eine ganze Reihe möglich. Ich habe jetzt hier wieder rausgegriffen, was besonders beliebt ist und besonders einsteigerfreundlich. Grundsätzlich hier die Hinweise: Ziel von allen investiven Maßnahmen ist die Einsparung von Treibhausgasemissionen. Wir kriegen relativ häufig die Frage, ist es förderfähig oder nicht? Gute Richtlinie ist immer, führt es zu Treibhausgasemissionen-Einsparungen, ja oder nein, wenn Sie das mit Ja beantworten können. Ist gut. Zu beachten ist vor allem, dass es eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit gibt, eine Zweckbindungsfrist von 5 Jahren und inhaltliche technische Mindestanforderungen erfüllt werden. Wie gesagt, die stehen im technischen Annex. Grundsätzlich zuwendungsfähig sind immer die Kosten für die Investition, die Montage und Demontage von Anlagen und technischen Anlagen sowie die fachgerechte Entsorgung von alten Dingen. Ein beliebter Förderschwerpunkt ist die Außenstraßenbeleuchtung. Das heißt, hier wird gefördert die energetische Sanierung von Außenstraßenbeleuchtung mit zeit- oder präsenzabhängig geregelter Steuerung mit 25% bzw. 40%. Voraussetzung ist eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50% gegenüber der alten Geräte, Leuchtkopf, Steuer- und Regelungstechnik und eine photometrische Messung sind hier förderfähig. Das gilt sowohl für die Straßenbeleuchtung, wenn sie mindestens zwei Verkehrsbereiche, sprich beispielsweise Straße und Radweg, ausleuchtet. Allerdings auch Außenbeleuchtung, auch für Sportvereine, beispielsweise Flutlichtanlagen, sind darüber förderfähig. Deswegen ist das auch einer der mit Abstand beliebtesten Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie. Genau, ähnlich sieht es aus mit der Innen- und Hallenbeleuchtung. Auch die ist förderfähig mit 25% bzw. 40%. Hier das komplette Leuchtensystem, wieder die Steuerungsregelungstechnik und alle Installationsmaterialien förderfähig. Voraussetzung ist auch hier wiederum, dass Sie nachweisen, dass mindestens 50% Treibhausgaseinsparung erreicht werden durch den Austausch und eine Lichtplanung von einem qualifizierten Büro ist hier an der Stelle förderfähig. Und wie gesagt, im technischen Annex gibt es dann immer die entsprechenden DIN-Normen und technischen Anforderungen an der Stelle. Damit das Ganze nicht so trocken ist, habe ich Ihnen hier mal ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, nämlich auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Das städtische Gymnasium in Ueckermünde hat diesen Förderschwerpunkt beispielsweise in Anspruch genommen, beziehungsweise der Träger. Und hier wurden von einer klassischen Dreifelderstrukturhalle, die insgesamt 199 Leuchten, umgerüstet auf hocheffiziente LED-Leuchten. Das Ganze mit einer tageslichtabhängigen Leistungs- und Präsenzsteuerung. Und überführen mit dem Projekt werden voraussichtlich über 20 Jahre 577 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart und der Stromverbrauch um 56% reduziert. Hier hat der Antragsteller knappe 50.000 Euro an Förderung erhalten. Hier mal nochmal zwei Bilder aus der Sporthalle und aus dem Gang, wie es dann jetzt aussieht. Wie gesagt, ist ein schönes Beispiel für so einen einfachen Förderschwerpunkt aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Bereich der Mobilität ist viel möglich, vor allem im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur. Mobilitätsstationen, ruhenden Radverkehr und fließenden Radverkehr, die Verbesserung. Da sind die Förderschwerpunkte. Voraussetzung ist auch hier, dass die Grundstücke, auf denen das umgesetzt werden soll, im Eigentum oder der Verfügungsgewalt der Antragstellenden sein sollen. Und auch die Voraussetzungen für öffentlich genutzte Verkehrsflächen erfüllen. Das heißt, reine Wirtschaftswege beispielsweise nicht, aber der öffentliche Raum insbesondere. Mobilitätsstationen sind förderfähig mit 50 bis 65% über 24 Monate. Ziel ist hier, dass Verkehrsmittel des Umweltverbundes verknüpft werden, beispielsweise also Radabstellanlagen, aber auch Parkflächen für Sharing-Angebote, Ladeinfrastruktur etc. An bestimmten Punkten, sowohl die Errichtung neuer als auch die Erweiterung bestehender Mobilitätsstationen ist hier förderfähig. Gleichzeitig die ruhende Radverkehr ist förderfähig, sprich Radabstellanlagen, Fahrradparkhäuser mit ihrer Ausstattung, Bike-and-Ride-Abstellanlagen in Bahnhofsnähe sind auch förderfähig. Hier gilt bei Bike-and-Ride-Radabstellanlagen, wenn es sich innerhalb von
100 Meter Radius um einen Bahnhof handelt, dann profitieren Sie hier nochmal von zusätzlich erhöhter Förderquote von bis zu 85% bei Finanzschwäche, 70% regulär, und wenn es eben außerhalb von Bahnhofsgegenden ist, dann sind es 50 bzw. 65%. Auch hier nochmal ein Beispiel aus der Stadt Heilbronn. Die haben sich für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof entschieden. Das Ganze in einem Fahrradparkhaus mit mehreren Etagen und insgesamt 122 Fahrrädern auf sparsamen 55 Quadratmetern Grundfläche. Das Ganze funktioniert vollautomatisiert. Das heißt, unten fährt man das Fahrrad rein, es wird automatisch hochgefahren und dort abgestellt. Das Ganze entweder mit Dauernutzung für Pendlerinnen und Pendler oder eben per Zahlungen ist es sogar geplant, das Ganze mit einer Online-Buchungsplattform und einer App zu verknüpfen. Hier gab es über die Kommunalrichtlinie mehr als 300.000 Euro Förderung, und hier gab es, weil es in Baden-Württemberg war, auch nochmal eine Verknüpfung mit dem Landesprogramm. Das Ganze sieht so aus. Hier sehen Sie diesen gläsernen Turm mit diesen mehreren Etagen und rechts das Bild mit dem Eingang, wo das Fahrrad dann hingefahren wird und automatisch dann hochfährt. Beim fließenden Radverkehr sind auch eine ganze Menge an Punkten förderfähig, beispielsweise Radfahrstreifen, Extraschutzstreifen, die Trennung von Geh- und Radwegen, Fahrradstraßen, Schnellwege und Zonen sind da förderfähig, aber auch die Umgestaltung von ja, Streckenführung oder Wegverbreiterung, wenn es ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen gibt. Die Umgestaltung von Knotenpunkten zur Erhöhung der Sicherheit ist da förderfähig. Neue Beleuchtungsanlagen, Wegweisersysteme, Signalisierung etc. Also auch da gibt es eine ganze Möglichkeit, aktiv zu werden. Grundsätzlich, es soll immer dem Alltagsverkehr dienen. Touristischer Radverkehr ist dann förderfähig, wenn es auch dem Alltagsverkehr dient. Also da muss man vielleicht ein bisschen argumentativ im Antrag dann nochmal ein bisschen das darstellen, aber kriegt man, denke ich, hin. Und dann zum Ende nochmal ein paar weitere Förderschwerpunkte, die ich jetzt nicht im Detail vorstellen will, aber damit Sie schon mal davon gehört haben. Es gibt noch beispielsweise Förderschwerpunkte zur Abfallwirtschaft, zur klimafreundlichen, hier entweder die Sammlung von und Aufbereitung von Garten- und Grünabfällen, Vergärungsanlagen für Bioabfälle sind förderfähig und Maßnahmen für Siedlungsabfalldeponien zur besseren Erfassung von Deponiegasen und zur In-situ-Stabilisierung ist förderfähig. Also wenn Sie da mit Ihrem Abfallunternehmen reden, machen Sie sich gerne darauf aufmerksam. Wichtig ist bei den folgenden Förderschwerpunkten: teilweise ist hier eine Machbarkeitsstudie, die Sie sich eben auch fördern lassen können, eine Fördervoraussetzung. Da schauen Sie bitte in die Richtlinie, für welche einzelnen Unterpunkte das gilt. Bei der Abwasserbewirtschaftung ist auch einiges möglich, vor allem entweder im Bereich der Energieeffizienz, sprich Erhöhung von der Faulgasmenge, Reduzierung von Stickstoffemissionen, Verfahrenstechnik oder halt zur energetischen Nutzung von Faulschlamm und der Klärschlammverwertung. Hier sind teilweise neue Türme etc. förderfähig. Das ist tatsächlich auch der einzige Förderschwerpunkt, der im Fall der Faulschlammverwertungstürme eine Förderobergrenze von 1,5 Millionen hat. Bei allen anderen gibt es keine Förderobergrenzen, bei allen anderen Förderschwerpunkten. Und bei der Trinkwasserversorgung sind auch Maßnahmen förderfähig, insbesondere für die energieeffizienten Einzelkomponenten und die systemische Optimierung in Form von Modernisierungs- und Betriebsoptimierung. Genau, das so mal in einem Kurzabriss über die Fördermöglichkeiten der Kommunalrichtlinie. Was müssen Sie nun tun, um einen Antrag zu stellen? Wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, es ist ganzjährig möglich, einen Antrag da zu stellen. Sie finden auf klimaschutz.de bei den einzelnen Förderschwerpunkten dann immer gleich den Link zu Easy Online, dem Online-Förderportal. Es gibt auch hier in der Präsentation, die Sie dann im Nachgang halten, nochmal ein Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Wenn Sie da Fragen haben zur Antragstellung oder zu technischen Details, die ZUG, wenn Sie Beratungsbedarf haben zum Thema, was ist denn eigentlich möglich, wenden Sie sich gerne an uns als Agentur. Nochmal der Hinweis: auf klimaschutz.de finden Sie den kompletten Richtlinientext, den technischen Annex und den Förderkompass. Genau das, was ich eben gesagt habe. Wir sind für Sie da jeden Tag von 9 bis 15 Uhr Hotline oder auch jederzeit per Mail an agentur@klimaschutz.de. Wir sind diejenigen, die Sie beraten zum ganzen Thema. Was ist denn überhaupt förderfähig? Passt das mit der NKI? Passt das mit der Kommunalrichtlinie? Wenn es wirklich dann um die konkrete Antragstellung geht und Antragsbearbeitung, ist dann die ZUG als Projektträger Ihr Ansprechpartner. Dann noch der Hinweis: zu einzelnen Förderschwerpunkten machen wir gemeinsam mit der ZUG als Projektträger regelmäßige Online-Sprechstunden. Schauen Sie da gerne auf klimaschutz.de/
slash Veranstaltung. Da stellen wir die einzelnen Förderschwerpunkte dann immer noch mal vertieft vor und Sie haben die Möglichkeit, konkret Fragen zu stellen, sowohl an uns als auch an die ZOG. Wir sind dann beide in dem Webinarraum und können, so gut es geht, Ihre konkreten Fragen da beantworten. Der Hinweis noch: Abonnieren Sie gerne unsere Newsletter. Wir haben einen sechswöchigen Newsletter zu allen Themen des kommunalen Klimaschutzes und auch einen vierteljährlichen Newsletter für extra für Klimaschutzmanagements und Klimaschutzpersonal. Gehen Sie gerne auf klimaschutz.de Newsletter, melden Sie sich dazu an. Dann erhalten Sie immer alle Infos und auch Veranstaltungshinweise und Neuerungen bei der Förderlandschaft. Und die nächsten Termine, beispielsweise übermorgen bereits ein Webinar zum Thema große Treibhausgaspotenziale heben. Da geht es vor allem um Praxisbeispiele aus den Bereichen Wärme, Mobilität und Gebäudebestand. Dann haben wir auch am 18.04. extra Veranstaltung für Wohlfahrtsverbände, machen Sie da gerne darauf aufmerksam. Und am 25.04. haben wir eine Online-Sprechstunde, wie eben erwähnt, zu dem Thema Energiesparmodelle dann. Das habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt. Lohnt sich also, da reinzuschauen. Genau, dann wäre ich durch. Hier unsere Kontaktdaten, erreichen uns gerne jederzeit. Und dann freue ich mich auf Fragen. Vielen Dank. Dankeschön, Jens. Die Fragen würde ich noch ein klein wenig zurückstellen. Das machen wir dann am Ende gebündelt und dann verteilen wir die auf die Expertinnen, die wir hier heute zu Gast haben. Und in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch die Christine bitten, den Bildschirm zu teilen. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Input-Part, den wir hier heute haben. Ja, guten Tag Perfekt. zusammen. Alles klar. Gut, dann lege ich los. Bei mir geht es um das Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz und Fördermöglichkeiten im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Mein Name ist Christine Hellerström und ich bin Referentin beim Kompetenzzentrum, das an der ZOG angesiedelt ist. Das Aktionsprogramm wurde vor circa einem Jahr beschlossen von der Bundesregierung. Es umfasst 10 Handlungsfelder und 69 Einzelmaßnahmen. Also die Maßnahmen sind fördertechnischer Natur, aber auch politischer oder regulatorischer Natur. Das ANK umfasst eine Summe von 3,5 Milliarden Euro im Moment und soll bis Ende 2026 umgesetzt werden. Das Ziel ist es, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme in Deutschland zu verbessern und so ihre Resilienz und ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Und dieses ANK ist das zentrale Instrument der Bundesregierung, um Klimaschutzziele zu erreichen im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, im LULUCF-Sektor, der auch ein Potenzial hat, um Senke zu werden wieder. Was ist natürlicher Klimaschutz? Natürlicher Klimaschutz sind naturbasierte Lösungen für den Klimaschutz. Naturbasierte Lösungen sind von der Natur inspiriert, und sind gleichzeitig auch, laut, Definition der Europäischen Kommission kosteneffizient und umfassen auch soziale und wirtschaftliche Faktoren. In diesem Zusammenhang meint das Maßnahmen, die dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung und Renaturierung von Ökosystemen dienen, mit dem Ziel, deren Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Es wirkt sich auf das Klima so aus, dass Emissionen reduziert werden und dass natürliche Kohlenstoffsenken wiederhergestellt werden. Und gleichzeitig gibt es aber die positiven Synergieeffekte, dass Biodiversität gestärkt werden wird, dass Klimawandelanpassung erfolgt und dass es positive Faktoren für das menschliche Wohlergehen gibt. So, das zur groben Theorie. Das Aktionsprogramm beschäftigt sich mit insgesamt 10 Handlungsfeldern, wie gesagt. Hier sehen Sie die bildlich dargestellt. Das reicht von Mooren, Gewässer, Meeren, Wildnis, Wälder über Boden hin zu Stadtnatur. Und das Ganze wird dann flankiert von Datenerhebung, Monitoring, Forschung, Kompetenzaufbau und internationaler Zusammenarbeit. Ein Teil des Aktionsprogramms war die Gründung des Kompetenzzentrums, für das ich arbeite. Das ist die Maßnahme 9.6. Und das Kompetenzzentrum soll eben eine zentrale Anlaufstelle sein
Neben der zentralen Anlaufstelle soll es regionale Agenturen geben in den Bundesländern, die sich für den natürlichen Klimaschutz einsetzen. Am 5. Oktober hat die Eröffnungsfeier stattgefunden, hier in Berlin in der Stresemannstraße bei der ZUG. Noch kurz ein paar Worte zur ZUG, weil da gibt es jetzt natürlich Vermischungen. Die NKI ist auch bei der ZUG angelegt, denn das Hauptgeschäft ist die Projektträgerschaft. Aber durch das langjährige Geschäft als Projektträger haben sich hier auch Kompetenzen entwickelt, die man jetzt gut nutzen kann für das Kompetenzzentrum natürlicher Klimaschutz, die so, dass diese Geschäftsbereiche sind getrennt. Genau, aber so ist das Kompetenzzentrum jetzt hier und es gibt auch noch die PTX Lab Lausitz, die hier angesiedelt ist und ein anderes Kompetenzzentrum sind in Berlin, Bonn und Cottbus haben wir Standorte und wachsen stark an. Momentan sind wir 800 MitarbeiterInnen, gegründet 2017 vom Umweltministerium. So, was möchte das Kompetenzzentrum anbieten? Wir möchten uns insgesamt dem Wissen und dem Kompetenzaufbau widmen. Das heißt, wir wollen den fachlichen Diskurs in unterschiedlichen Gremien begleiten, durch Stellungnahmen, Hintergrundinformationen und so weiter. Und wir bieten ebenso wie die Agentur für kommunalen Klimaschutz eine Orientierungsberatung an zu allen Fördermöglichkeiten, die sich grob im Bereich des natürlichen Klimaschutzes befinden. Also wenn Sie denken, Sie haben ein Vorhaben, das natürlicher Klimaschutz umfasst, dann können wir gucken, wo gibt es passende Förderangebote innerhalb des ANKs und auch außerhalb. Außerdem bauen wir auch eine Fachberatung auf. Das alles finden Sie dann über oder Sie können uns erreichen über die Beratungshotline, über ein Postfach und natürlich unsere Webseite. Und wir bauen auch ein Programm, Veranstaltungsprogramm auf mit Fachkonferenzen, Grundlagen- und Aufbauseminaren. Da werde ich gleich auch noch welche erwähnen. Und wir wollen auch Vernetzungsangebote schaffen. Das Handlungsfeld 7, dieser beschäftigt sich mit Stadtnatur. Und hier habe ich mal gesammelt alle Fördermöglichkeiten aufgelistet, auch zwei, die schon abgelaufen sind oder wo das Skizzenfenster geschlossen ist. Das ist hier einmal die Förderrichtlinie kommunalen Gebiete in ländlichen Räumen. Da konnten Kommunen und kommunale Zweckverbände Anträge stellen für Projekte mit positivem Beitrag für Klimaschutz und Erhalt und Stärkung der biologischen Vielfalt. Ganz allgemein Begrünung im Siedlungsbereich, zum Beispiel ökologische Aufwertung von extensiven Flächen oder Gewässerrenaturierung mit einem Mindestumfang von 500.000 Euro. Da ist das Skizzenfenster seit 1.11. schon geschlossen. Es wird gerade daran gearbeitet, an der Skizzenauswahl und alle unter Ihnen sind auch einige, die darauf warten, eine Benachrichtigung zu bekommen. Wir hoffen, dass Sie die zeitnah bekommen und ja, ob Sie dann aufgefordert werden, einen Antrag zu stellen oder eine Ablehnung erhalten. Das hoffen wir, dass das sich in den nächsten sehr zeitnah erklärt. Dann gibt es noch die DAS, das ist die Förderrichtlinie Anpassung an den Klimawandel. Da gab es einen Förderaufruf mit dem Schwerpunkt natürlicher Klimaschutz. Seit 1. Februar ist da das Förder- bzw. Skizzenfenster auch geschlossen. Im Förderschwerpunkt A ging es um das kommunale Anpassungsmanagement. Das sollte in seiner Gesamtstrategie und der Maßnahmenkatalog sollten jeweils einen festgelegten Anteil von Maßnahmen mit naturbasierten Lösungen umfassen. Und der Förderschwerpunkt B ist innovative Modellprojekte für Klimawandelanpassung, also größere, wirklich innovative Modellprojekte, ja, die auch naturbasierte Lösungen bzw. natürlichen Klimaschutz und Stärkung von Biodiversität zum Ziel haben. Wo das Förderfenster geöffnet ist, diese Tipps können Sie weitergeben an Ihr Unternehmen vor Ort, ist nämlich das Umweltprogramm der KfW. Da können zwischen 40 und 60% gefördert werden, Projekte zum natürlichen Klimaschutz auf Betriebsgeländen in Gewerbe- und Industrieparks. Zum Beispiel naturnahe, grüne, blaue Infrastruktur, Entsiegelung.
und Dachbegrünung, dezentrales Niederschlagsmanagement. Und ganz wichtig ist natürlich gerade die KfW-Richtlinie, natürlicher Klimaschutz in Kommunen, die seit 1. Februar geöffnet ist. Da gilt das Windhundprinzip. Es gibt das Förderfenster wird hier nicht geschlossen werden, sondern je schneller Sie beantragen, desto besser. Es umfasst drei Förderschwerpunkte: naturnahes Grünflächenmanagement, Stadtbäume und Naturoasen. Hier ist der Projektträger zuständig dafür, zu beurteilen, ob das Vorhaben oder Ihr Vorhaben auch wirklich förderfähig ist. Das heißt, wenn Sie konkrete Fragen auch haben zur Antragstellung, zur Förderfähigkeit, dann würden wir Sie bitten, sich direkt an die KfW zu wenden. Hier die Kontaktdaten. Und außerdem findet am 24. April da ein weiteres Webinar statt. Das ist eine gute Gelegenheit in 2 Wochen, dieses einstündige Online-Seminar nochmal Fragen zu stellen an die KfW. Finden Sie auf kfw.de/3x4. Die Förderschwerpunkte umfassen naturnahes Grünflächenmanagement. Da können Grünflächenpflegekonzepte oder Pläne gefördert werden, aber auch die Anschaffung technischer Ausstattung für insektenschonende Pflege von Grünflächen, die Anlage oder Aufwertung von naturnahen Grünflächen und auch die Weiter- und Ausbildung von Personal. Im Modul B geht es um Straßen- und Stadtbäume, da können auch Konzepte gefördert werden, aber auch wirklich nur die einzelne Pflanzung von Straßen oder Stadtbäumen. Was Sie auch tun können, ist, und das sehr hervorzuheben, ist nämlich die Standortoptimierung von Bestandsbäumen. Das heißt, ja, Ihre Bestand zu schützen, indem Sie vielleicht das Substrat austauschen, eine dezentrale Regenwassermanagement. Sie können Zisternen sich fördern lassen, die da nochmal die Bewässerung stärken. Und auch die mehrjährige Entwicklungspflege von Neupflanzungen ist damit in diesem Modul abgedeckt. Und das Modul C, das sind sogenannte Naturoasen. Das sind Naturerfahrungsräume im urbanen Raum, Waldgärten, kleine Wälder oder Renaturierung von innerörtlichen Kleingewässern. Diese ziemlich konkreten Konzepte können sich hier auch fördern lassen. Und hier komme ich schon zu einem kleinen Werbeblock. Wir haben eine dreiteilige Veranstaltungsreihe die sich genau nach diesen Fördermodulen ausrichtet. Die erste Veranstaltung zu Naturoasen hat bereits stattgefunden. Da wurden Naturerfahrungsräume, Pico-Parks, das sind Parks in Wohnquartieren, urbane Waldgärten und ein Projekt zu urbanen Fließgewässern wurden da vorgestellt. Sie können sich gerne die Präsentation auch online ansehen. Und dann haben Sie noch die Chance, an unseren beiden zukünftigen Seminaren teilzunehmen. Das eine mit dem Schwerpunkt Stadtbäumen und das andere mit dem Schwerpunkt naturnahe Grünflächenmanagement am 2. Mai und am 14. Mai. Die Anmeldung finden Sie dann auf unserer Webseite bei kompetenzzentrum-nk.de. Jetzt komme ich nochmal zurück zum Förderprogramm selber. Wer ist eigentlich antragsberechtigt? Kommunale Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, kommunale Zweckverbände und weitere Körperschaften des öffentlichen Rechts, sofern sie nicht dem Bund oder den Ländern zuzuordnen sind. Die Zuschusshöhe ist recht beachtlich, zwischen 80 und 90% der förderfähigen Kosten werden bezuschusst, 90% bei finanzschwachen Kommunen. Alles zu den Programmbedingungen finden Sie auf der KfW-Webseite. Müssen Sie nach den relevanten Dokumenten suchen. Ganz wichtig, das Merkblatt. Da sind die formalen Anforderungen beschrieben. Dann die Mindestanforderungen,
Das sind inhaltliche Anforderungen an die Maßnahmen wie Pflanz- und Saatgut, Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Die Öffentlichkeitsarbeit können sich fördern lassen. Also Bürgerbeteiligung ist häufig natürlich erforderlich, wenn man neue Dinge einrichtet, wie Pico-Parks oder Naturerfahrungsräume. Und genau, und es gibt zwei Anhänge, ausgeschlossene Gehölze, da gibt es eine Negativliste und förderfähige technische Geräte. Außerdem ist auch noch eine gute Quelle die häufige Fragen auf der Webseite. Die können Sie auch mal durchklicken bei konkreten Problemen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier ist nochmal die Telefonnummer vom Kompetenzzentrum notiert. Wir sind Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Oder Sie schreiben uns einfach gerne eine E-Mail an knk@z-u-g.org. Vielen Dank, Christine, für den Einblick in das oder in die Arbeit des Kompetenzzentrums und natürlich auch in das konkrete Förderprogramm. Und ja, wir rasen heute ein bisschen durch den Input und dann würde ich jetzt auch die Steffi bitten, ihren Bildschirm zu teilen und mit dem dritten Input-Block zu beginnen und dem angeschlossen beginnen wir dann die Fragerunde mit Ihren Fragen. Genau. Hallo. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar. Also nochmal zu mir. Ich bin Stefanie Beitz. Ich bin die Projektleiterin der Förderberatung zur Transformation des Energiesystems. Genau. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung und möchte heute Ihnen einige Dinge erzählen über das Gebäudeenergiegesetz, über die Bundesförderung effiziente Gebäude. Welche gesetzlichen Pflichten gibt es aktuell? Sie wissen ja sicherlich, das Gebäudeenergiegesetz wurde kürzlich novelliert und da gab es ganz viel Verunsicherung und wir wollen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Genau, ich stelle mal kurz das Projekt vor und anschließend die Fördermöglichkeiten, aber ich leite Sie da schon durch. Genau, also die Ausgangssituation ist ja die folgende. Es gibt unterschiedliche Fördermittelprogramme von unterschiedlichen Fördermittelgebern. Die sind wiederum noch verteilt auf Bund, auf Land, EU. Und ja, keiner sieht da so wirklich richtig durch, wo man wie was beantragen kann. Und das war der Grund, warum man hier im LEA eine Beratungsstelle für die Fördermöglichkeiten ins Leben gerufen hat. Genau. Das Projekt, die Förderberatung zur Transformation des Energiesystems, wird über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern ja, gefördert, aktuell in der Förderperiode 2021 bis 2027. Und Sie sehen, das hieß mal anders, das Projekt, nämlich die Förderberatung zu Energie- und Klimaschutzprogrammen, insbesondere des Bundes und der EU. Und mit bahnbrechendem Erfolg haben wir die weitere Förderung bekommen, weil man eben einfach ja, die Notwendigkeit gesehen hat, dass es hier eine Beratungsstelle auf Landesebene geben muss, die eben die entsprechenden Zielgruppen zu den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten berät. Und so wurden wir unter den neuen Projektnamen eben weitergefördert oder werden weitergefördert. Aktuell haben wir jetzt diese Verlängerung unter den neuen Namen bis 2026. Genau, aktuell bin ich noch alleine in der Beratung. Wir suchen allerdings einen zweiten Berater und sind dann hoffentlich bald zu zweit, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Genau, unsere Projektziele sind natürlich, die unterschiedlichen Akteure über ihre Fördermöglichkeiten aufzuklären zu den Themen Klimaschutz, aber auch Klimaanpassung, Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten. Aber da spielen natürlich auch die gesetzlichen Pflichten und die Grundlagen eine Rolle. Genau, und im Wesentlichen besteht meine Arbeit natürlich darin, proaktiv zu beraten vor Ort. Diese Beratung ist kostenlos für die Kunden und sie gilt eben oder soll eben auch allen Zielgruppen zugutekommen. Also wir beraten vorrangig Privatinteressierte, aber vor allen Dingen auch Kommunen und kommunale Vertreter. Viele von Ihnen kennen mich bereits. Wir beraten Institutionen, Vereine und Unternehmen. Also wir sind aktiv unterwegs überall im ganzen Land, aktiv vor Ort, aber eben auch bei der Durchführung von Veranstaltungen wie heute zum Beispiel bei dem Webinar beteiligt. Genau, um mal ins Thema einzusteigen.
Sie sehen hier da links die Abbildung von dem Klimaschutzgesetz, das eben die Jahresemissionsmengen in den unterschiedlichen Sektoren bis in das Jahr 2030 abbildet. Und diese unterschiedlichen Sektoren, die sollen eben in ihren Emissionsmengen ja stückchenweise reduziert werden. Und diese Reduktionsziele, die habe ich Ihnen hier auf der rechten Seite mal dargestellt, wie Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, das sind so die dominierenden ja, Themen, mit denen wir es auch im kommunalen Bereich immer wieder zu tun haben. Und Sie sehen schon unten, auch wenn wir die positive Nachricht haben, dass wir unsere Klimaziele dieses Jahr beziehungsweise für das Jahr 2023 erreicht haben, dann gilt das nur sektorübergreifend, jedoch nicht in den Sektoren Verkehr und Gebäude. Da haben wir die Ziele eben weiterhin verfehlt. Und das sind auch so unsere kleinen Problemkinder, muss ich dazu sagen. Jetzt geht es nicht jetzt. Genau, das Umweltbundesamt hat mal projiziert, wenn wir uns weiter so entwickeln, wenn unsere Sektoren weiterhin so einsparen, wie sie es bisher tun, wo landen wir da denn am Ende? Und siehe da, die Projektion zeigt, dass wir unsere Klimaziele in Deutschland 2030 einhalten können. Das gilt allerdings wirklich nur sektorübergreifend, und es ist nur dadurch möglich, dass ja andere Sektoren ihre Ziele übererfüllen. Sie sehen hier links diese Skala von Rot nicht erfüllt bis grün übererfüllt, und ganz rechts steht natürlich die Energiewirtschaft ganz positiv da, ganz links der Verkehr, und als zweites von links sind auch schon die Gebäude. Soll heißen, aufsummiert bzw. kumuliert werden der Gebäude- und der Verkehrssektor ihre Ziele nicht einhalten, aufgrund diverser Entwicklungen, die man so jetzt gar nicht ja benennen kann. Es ist fraglich, ob es wirklich so weit kommt, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Das ist natürlich nur eine Projektion, und da können natürlich auch ganz viele Dinge dazwischen kommen. Aber insgesamt sehen Sie vielleicht dieses schwarze Kästchen, erfüllen wir unsere Klimaziele, so zumindest die Projektion. Genau, und da wir aber, wie Sie sehen, nicht nur mittelfristig unsere Klimaziele in den Bereichen Gebäude und Verkehr verfehlen, sondern eben auch langfristig, ist es natürlich notwendig, besonders in diesen Bereichen auch anzusetzen mit den unterschiedlichen Maßnahmen. Und der Titel meiner heutigen Präsentation heißt ja GEG und Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und genau das da möchte ich auch mal mit Ihnen gemeinsam einsteigen. In das Gebäudeenergiegesetz, welche Verpflichtungen kommen denn da jetzt eigentlich auf Sie zu als kommunaler Antragsteller, damit wir mal ja so einen Weg in die Materie finden? Und zwar, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass also die Debatte um den Heizungstausch hat natürlich die öffentlichen Debatten dominiert. Aber da gibt es natürlich im Rahmen der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes auch viele andere Pflichten und Novellierungen, die Sie kennen sollten. Vorrangig werden da oder sollen da bestimmte Dinge nachgerüstet werden in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Ich habe das mal hier runtergebrochen für die Nichtwohngebäude, denn das betrifft sie vorrangig. Genau, und als erstes ist hier die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke zu nennen. Dort, also wenn die noch nicht vorhanden ist, beziehungsweise wenn sie noch nicht ausreichend vorhanden ist, dann muss da eben nachgedämmt werden. Das kann einerseits über der obersten Geschossdecke geschehen, das kann aber auch in dem darüberliegenden Dach geschehen, alternativ auch über die Deckenzwischenräume. Da muss man dann die höchstmögliche Dämmstärke dann einbringen. Wichtig ist, dass wir möglichst auf einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin bekommen. Ich habe Ihnen auch in Klammern dahinter mal ja, aufgeschrieben, in welchen Paragraphen im Gebäudeenergiegesetz Sie das finden. Genau, damit Sie da nochmal nachlesen können. Für Wohngebäude, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, Wohngebäude mit bis zu 2 Wohneinheiten sind von dieser Regelung ausgenommen. Genau, des Weiteren müssen auch wärmeverteilende Leitungen in unbeheizten Räumen gedämmt werden nach Paragraph 69. Und was für Sie ganz, ganz wichtig ist, weil Sie das in diesem Jahr eigentlich schon erfüllen müssen, ist, dass in Nichtwohngebäuden ein System für Gebäudeautomatisierung und Steuerung nachgerüstet werden muss. Und zwar, das gilt für alle Nichtwohngebäude mit einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, aber auch genauso für solche Gebäude mit Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von über 290 Kilowatt.
Da soll ein, wie gesagt, ein Energieüberwachungssystem installiert werden, das eben eine kontinuierliche Überwachung, Protokollierung und Analyse der Energieverbräuche zulässt, auf die man auch von außen zugreifen kann, womit man Effizienzverluste erkennen kann. Und es ist zudem auch jetzt gesetzlich verpflichtend, dass eine zuständige Person für Gebäudemanagement ja, benannt wird, um dieser Person dann eben Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen. Auf der rechten Seite sehen Sie natürlich dieses große Thema Heizen mit erneuerbaren Energien ist ab diesem Jahr gesetzliche Pflicht. Und zwar in Neubauten ist jetzt schon, sind die 65% erneuerbar in der Wärme eben jetzt schon Pflicht. Für Bestandsgebäude gibt es Übergangsfristen. Ganz wichtig ist mir nochmal, weil es da auch ganz viel Verunsicherung gab, und das gilt eben auch für Nichtwohngebäude, also für kommunale Gebäude. Es gibt keine sofortige Austauschpflicht. Da gehen wir nachher später nochmal ein bisschen detaillierter ein, dass Sie verstehen, was ich meine. Diese Austauschpflicht gibt es nur für Anlagen älter 30 Jahre und das auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber da kommen wir nachher noch. Und ganz wichtig ist, Sie haben ein Recht auf Reparatur. Also Sie können diese bestehende Anlage auch noch weiterhin ja, reparieren lassen. Sie haben sogar noch Übergangsfristen, in denen Sie halt auch noch eine fossilbetriebene Anlage einbauen dürfen. Ich möchte Ihnen einfach da die Angst nehmen, dass ja, Sie da jetzt mit sofortigen Austauschpflichten konfrontiert sind. Dem ist nicht so. Und eben weil das auch so ist, gibt es eben auch für den Heizungstausch auch noch eine Förderung. Und genau, es wurde auch mit dem Gebäudeenergiegesetz festgelegt, dass diese Kosten für diesen Heizungstausch beziehungsweise für Sanierungsmaßnahmen auch nur begrenzt auf Mieten umgelegt werden können, um die Mieter zu schützen. Genau. Genau. Sie sehen hier die Übersicht für die Fördermöglichkeiten im Gebäudesektor. Auf der linken Seite wieder die Fördermöglichkeiten auf Bundesebene, auf der rechten Seite die auf Landesebene. Und ich möchte heute vor allen Dingen auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude eingehen. Da gibt es drei unterschiedliche Richtlinien, einmal für Wohngebäude, einmal für Einzelmaßnahmen und für die Nichtwohngebäude. Und diese Förderrichtlinien werden flankiert durch die Bundesförderung für Energieberatung und auch die gibt es für Wohngebäude und einmal für Nichtwohngebäude. Wichtig auch noch zu nennen, es gibt natürlich auch auf Landesebene ja bestimmte Förderrichtlinien, die aber immer nur in bestimmten Fällen greifen. Deswegen werden sie halt auch seltener genutzt, das muss man dazu sagen. Und auch über die neue Klimaschutzförderrichtlinie und Kommunen soll eben die Sanierung von Gebäuden über den gesetzlichen Standard eben förderfähig sein. Wir wissen, dass die Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen nächste Woche ja veröffentlicht und in Kraft treten soll. Wir warten ganz heiß drauf auf das Gesetz- und Verordnungsblatt. Ich habe heute reingeschaut, bisher ist sie noch nicht veröffentlicht worden. Also da warten wir drauf und das ist wichtig insofern, dass man eben die Bundesförderung und die Landesförderung auch unter Umständen miteinander kumulieren kann. Also man kann da eben bestimmte Förderquoten, die es gibt auf Bundesebene, nochmal mit der Landesförderung aufstocken. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass Sie das wissen. Hier ist auch nochmal die EU-Förderung, die LIDA-Richtlinie zu nennen. Da muss man mal aufpassen, das Land Mecklenburg-Vorpommern ist in verschiedene Regionen unterteilt und jede Region hat so seine bestimmten eigenen Handlungsstrategien und Handlungsfelder. Und nur wenn da die Gebäudesanierung speziell in diese Handlungsfelder hineinfällt, dann ist das dort auch förderfähig. Also da muss man in jedem einzelnen Spezialfall mal schauen. Genau, wir steigen mal etwas tiefer ein in die Bundesförderung effiziente Gebäude. Wie gesagt, die drei Richtlinien und die Richtlinien für Wohngebäude und Nichtwohngebäude gibt es für die kommunalen Antragsteller einmal in der Kreditvariante mit einem Tilgungszuschuss und auch in einer Zuschussvariante. Und die Höhe des Zuschusses bzw. des Tilgungszuschusses, die richtet sich danach, wie gut ich mein Gebäude dämme, wie gut ich es saniere. Im Bereich der Wohngebäude sind es die Effizienzhäuser, im Bereich der Nichtwohngebäude sind es die Effizienzgebäude. Und je nachdem, wie gut der Standard ist, steigen dann eben entsprechend auch die Förderquoten. Das zeige ich Ihnen gleich. Auf der rechten Seite sehen Sie noch die Bundesförderung effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen, über die eben einzelne Maßnahmen gefördert werden können, ne?
Über die Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude wird die Gesamtsanierung finanziert oder gefördert, über die Einzelmaßnahmen, eben wie gesagt, die Einzelmaßnahmen. Und da gibt es eben die Variante des Zuschusses, den man eben bei der KfW oder beim BAFA beantragen kann. Und ganz neu seit diesem Jahr auch mit dem Gebäudeenergiegesetz beschlossen ist der Ergänzungskredit, der für viele Antragsteller sehr interessant sein dürfte, weil vorher war es so, dass man den Zuschuss immer vorfinanzieren musste und diejenigen, die sich das nicht leisten konnten, die konnten dann auch keine Förderung beantragen. Und das ist seit diesem Jahr neu. Und dieser Ergänzungskredit, der soll auch allen Antragstellern unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung eben zur Verfügung stehen. Hier sehen Sie mal ja, die Förderquoten abgebildet, beziehungsweise als Kredit mit Tilgungszuschuss einmal abgebildet für die Sanierung von Wohngebäuden, beziehungsweise auch für Nicht-Wohngebäude. Und nun sehen Sie die unterschiedlichen Spalten, wo die Effizienzhäuser beziehungsweise Gebäude eben ja, unterteilt werden in ihre energetischen Standards. Also je kleiner die Zahl, desto höher ist der energetische Standard. Und genau, bei Bestandsgebäuden ist es natürlich schwierig, dann auf einen Effizienzhausstandard 45 zu kommen. Und das ist auch ganz unterschiedlich, da kann man keine pauschalen Aussagen machen. Aber grundsätzlich sehen Sie, je besser man natürlich das Gebäude energetisch ausstattet, desto höher sind auch die Förderquoten, desto mehr fördert der Staat das auch. Genau zur Erklärung, EE oder NH bedeutet, dass die erneuerbaren Energienklasse erreicht wird, beziehungsweise Nachhaltigkeitsklassifizierung in der erneuerbaren Energienklasse, also 65% der Wärme stammt aus erneuerbaren Energien bei der nachhaltigen Nachhaltigkeitsklasse, beziehungsweise bei den nachhaltigen Gebäuden werden noch zusätzliche Nachhaltigkeitskriterien erreicht. Das WPB, ich habe es hier mal abgekürzt, nennen wir die Worst Performing Buildings, also die am schlechtesten gedämmten Gebäude, und sind tatsächlich in Deutschland 25% aller Gebäude, die unter diese Gebäudeklassifizierung fallen. Und dementsprechend kann man dort eben auch schon Förderquoten bis zu 25% bekommen. Genau, ich will nicht gar nicht im Einzelnen so sehr hier darauf eingehen. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass man hier ja, Kredite mit Tilgungszuschüssen in Höhe von 45% bekommen kann. Und die förderfähigen Kosten sehen Sie hier links auf der Seite, einmal für Wohngebäude und einmal für Nicht-Wohngebäude. Genau, und für kommunale Antragsteller, und das betrifft ja Sie heute nun, gibt es eben eine zusätzliche Möglichkeit, eben das auch als Zuschuss zu bekommen. Also für alle anderen Antragsteller gibt es tatsächlich im Bereich der Gesamtsanierung nur die Möglichkeit des Kredites mit dem Tilgungszuschuss. Die kommunalen Antragsteller können auch Zuschüsse beantragen. Und hier kann man eben weit höhere Förderquoten erhalten. Sie sehen es auch wieder aufgeteilt nach den unterschiedlichen Gebäudestandards beziehungsweise Effizienzstandards. Und hier sind unter Umständen bis zu 60% Förderquote möglich. Also das lohnt sich durchaus, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich einen Energieberater zu holen, der mal schaut, mit welchen Dämmmaßnahmen, mit welchen Effizienzmaßnahmen am Gebäude man dort wirklich auf welchen Effizienzhausstandard beziehungsweise Gebäudestandard man kommen würde, weil ja, letztendlich lohnt sich das nachher hintenrum. Genau. Gehen wir mal weiter zu den Einzelmaßnahmen, was für Sie natürlich sehr interessant sein dürfte. Wie gesagt, die Variante Zuschuss und Ergänzungskredit. Man muss dazu sagen, man muss als Antragsteller erst den Zuschuss beantragen, und wenn man da die Förderzusage hat, dann kann man den Ergänzungskredit bei der KfW beantragen. Genau, und das werden unterschiedliche Einzelmaßnahmen gefördert: die Gebäudehülle, Anlagen zur Wärmeerzeugung, Heizungsoptimierung, Fachplanung, Baubegleitung, und es wird eben sogar noch begünstigt beziehungsweise befördert, wenn man so einen individuellen Sanierungsfahrplan, also eine Energieberatung in Anspruch genommen hat, weil dann eben ja ein Gesamtkonzept für das betreffende Gebäude oder vorhanden ist, ein Sanierungsfahrplan, den man eben in einzelnen Schritten noch abfahren kann. Genau.
Der Zuschuss beziehungsweise dann auch der Ergänzungskredit, für den wir dann den Zuschuss bekommen, der ist ja unterteilt zwischen den Nichtwohngebäuden und den Wohngebäuden. Bei den Nichtwohngebäuden ist die nette Grundfläche die entscheidende Größe, an der eben gemessen wird, wie hoch die Förderquote sein darf. Und hier sehen Sie schon, es ist unterteilt zwischen Gebäuden 150 Quadratmetern bis hoch zu über 1000 Quadratmetern. Und dementsprechend habe ich Ihnen mal aufgezeigt, wie viel Euro je Quadratmeter Sie dort förderfähige Kosten geltend machen können, beziehungsweise wie viel es maximal wäre. Und das ist eben bei den Nichtwohngebäuden maximal 5 Millionen Euro pro Vorhaben, beziehungsweise 500 Euro je Quadratmeter. Bei den Wohngebäuden ist es so, dass dort die förderfähigen Kosten gesplittet wurden. Das hat den Hintergrund, dass vor etwa 2 Jahren sehr viele Menschen einen Antrag auf eine neue Heizung gestellt haben, auf Vorrat gestellt haben und es niemals umgesetzt haben. Und das ist der Hintergrund. Und zusätzlich sind eben auch die Kosten für neue Heizungen extrem gestiegen. Und deswegen möchte der Fördermittel, der Zu oder der Fördermittelgeber, das Bundeswirtschaftsministerium, das eben begrenzen. Und das tut es eben durch diese förderfähigen Kosten. Also für ein einzelnes Gebäude sind eben nur noch 30.000 Euro förderfähige Kosten für eine Heizung eben möglich. Und das staffelt sich dann eben je nach Wohneinheiten. Ich habe mal auch mal dargestellt, ein Gebäude für 30 Wohneinheiten. Das hatten wir gerade in einem konkreten Fall. Das sind so diese klassischen, ja, Neubauten, mit 3 verschiedenen Aufgängen, 10 Wohnungen, pro Aufgang, wo man eben bis zu 297.000 Euro förderfähige Kosten geltend machen kann und darauf bezogen dann eben die entsprechenden Förderquoten bekommen kann. Und da kommen wir auch gleich zu. Bei den Effizienzmaßnahmen, also alles, was Gebäudehülle angeht, was Lüftungstechnik angeht oder Heizungsoptimierung angeht, da gibt es wieder zusätzliche Kosten, die noch zusätzlich geltend gemacht werden können. Das sind auch 30.000 Euro pro Wohneinheit und pro Jahr. Merke, pro Jahr, das kann man wirklich jedes Jahr neu in Anspruch nehmen, kann man diese förderfähigen Kosten geltend machen, natürlich auch wieder hochgerechnet auf diese Wohneinheiten. Und Sie sehen unten in Klammern, habe ich dort mal die 60.000 abgebildet. Das bedeutet, dass wenn Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan für Ihr Wohngebäude haben, und diese Maßnahmen, die dort gefördert werden sollen, sind Teil dieses Sanierungsfahrplans, dann verdoppelt sich die förderfähigen Kosten, die man geltend machen kann. Und das summiert sich dann unter Umständen für so einen 30-Wohneinheiten-Block eben auf 1,8 Millionen Euro auf. Also es ist nicht gerade unerheblich, und man hat die Kosten für einen solchen Sanierungsfahrplan sehr schnell wieder rein. Genau, die Kreditvariante 120.000 Euro je Wohneinheit, das ist der Ergänzungskredit, den wir dann beantragen können. Genau. Die Bundesförderung effiziente Gebäude, Einzelmaßnahmen sehen Sie rechts mal so eine Förderübersicht. Sie bekommen ja auch alle die Präsentation im Nachgang. Da können Sie mal so ein bisschen reinzoomen, beziehungsweise können natürlich auch auf die Quelle unten klicken und dann kommen Sie genau auf diese Förderübersicht. Ich erkläre es einfach mal ein bisschen. Genau, also man kann dort einen Zuschuss beantragen beim BAFA beziehungsweise bei der KfW in Höhe von bis zu 70%. Und das setzt sich folgt zusammen, oder na, dazu kommen wir gleich, pro Nichtwohngebäude, genau, waren es 5 Millionen Euro maximal, beziehungsweise 500 Euro pro Quadratmeter und pro Wohneinheit eben 90.000 Euro, wobei 30.000 Euro für die Heizungssanierung natürlich nur einmal geltend gemacht werden können. Ganz neu ist, dass man aufpassen muss auf den Zeitpunkt der Antragstellung, denn der Gesetzgeber hat sich gesagt, die Antragstellung für die Sanierung einer Heizung bei der KfW soll nach dem Abschluss eines Leistungs- und Kaufvertrages erfolgen, beziehungsweise dass bei den Effizienzmaßnahmen, also bei den Maßnahmen an der Gebäudehülle etc., beim BAFA die Antragstellung vor diesem Abschluss der Leistungsverträge oder Kaufverträge eben erfolgen soll. Genau. Bei den Einzelmaßnahmen, ganz klassisch, können es eben ja, Maßnahmen an der Gebäudehülle sein, aber auch eben Anlagentechnik. Und dort können Sie beim BAFA einen Zuschuss in Höhe von 20% beantragen.
Das ist eine Grundförderung von 15% und diese Maßnahmen werden mit diesem ISFP-Bonus in Höhe von 5% zusätzlich nochmal ja, belohnt und dadurch setzen sich eben die 20% zusammen. Genau, wichtig hier der Zeitpunkt der Antragstellung, nämlich vor dem Abschluss der Leistungs- und Kaufverträge. Und wichtig ist, dass Sie wissen, dass Sie, wenn Sie nur diesen Zuschuss beantragen, dass Sie den erst nach der Durchführung wieder bekommen. Das heißt, Sie müssen diese Kosten vorfinanzieren oder Sie beantragen dann eben diesen Ergänzungskredit. Und auch ganz wichtig zu wissen, man muss hier einen sogenannten Energieeffizienzexperten mit einbinden. Der ist notwendig von Anfang an. Der erstellt einem nämlich eine technische Projektbeschreibung und kontrolliert, dass eben auch alle Mindestanforderungen eingehalten werden. Genau, welche Maßnahmen können das denn so sein an der Gebäudehülle? Das sind klassisch eben die Fenster, die Außenwände, also die Fassade, das Dach, der Boden, auch die Bodenplatten sind natürlich ja, die Begrenzung zu der Außenwelt und gehören genauso zu der Gebäudehülle. Wichtig nochmal hier, 15% Zuschuss kombinieren wir mit dem ISFP-Bonus 5% und ganz wichtig, Sie können eben diese Förderquoten jetzt mit der Klimaschutzförderrichtlinie MV kumulieren. Das lässt die BEG zu und die Klimaschutzförderrichtlinie auch. Deswegen ist es umso spannender, was da jetzt in der neuen Richtlinie steht, wenn sie dann veröffentlicht wird. Genau, wichtig auch nochmal zu wissen, es sind wirklich sämtliche Sanierungskosten damit förderfähig. Ich habe Ihnen hier rechts unten mal eine Liste der förderfähigen Maßnahmen verlinkt. Die gibt es BAFA bzw. auch die KfW offiziell heraus. Da kann man ganz genau nachlesen, was dort gefördert wird, aber im Prinzip fällt da eigentlich alles rein. Genau. Kommen wir jetzt mal zum Thema Heizungsoptimierung und Heizungssanierung. Und zwar haben Sie ja sicherlich schon mal Berührungspunkte gehabt mit der Mittelfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, der kurz ENSIMIMAF, und die verpflichtet ja eben öffentliche und private Eigentümer von Gebäuden mit einer Erdgasheizung, eben ihre Heizung zu prüfen und zu optimieren. Und bei Nichtwohngebäuden über 1000 Quadratmeter Netto-Grundfläche, beziehungsweise bei Mehrfamilienhäusern ab 6 Wohneinheiten, muss eben auch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Und diese Heizungsoptimierungsmaßnahmen, die sind ja auch über die BEG-EM förderfähig, allerdings nur bis zu einer Größe von Wohngebäuden von 5 oder mit 5, maximal 5 Wohneinheiten. Da sieht man schon eben die Krux, in der wir überall immer stecken, dass sobald etwas zur gesetzlichen Pflicht wird, es eben dann auch nicht mehr gefördert werden kann. Hier muss eben nach dem Konnexitätsprinzip dann eben entweder Bund oder Land eben sicherstellen, dass diese Maßnahmen auch finanziert werden können. Genau, und der hydraulische Abgleich, also kann ich grundsätzlich jedem empfehlen, den mal durchzuführen, beziehungsweise auch mal zu schauen, ob die Heizungspumpen nicht ausgetauscht werden könnten. Also auch die, da kann man erheblich viel Strom einsparen durch den Einsatz von Hocheffizienzpumpen, Einstellung Heizkurve, auch Flächenheizsysteme, also Fußbodenheizung können hier nachgerüstet werden. Also es ist durchaus sehr spannend, in dem Bereich hier mal zu schauen, ob man da was umsetzen kann. Genau, aber kommen wir jetzt mal zu dem dominierenden Thema, worum es eigentlich in der heißen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz eben eigentlich ging, und zwar um das Betriebsverbot für Heizkessel und Ölheizung. Nach den Paragraphen 72 des Gebäudeenergiegesetzes sind nämlich Eigentümer von Gebäuden ja, dazu verpflichtet, dass wenn sie diesen Heizkessel nach dem 1. Januar 1991 eingebaut und aufgestellt haben, dass sie diesen Heizkessel nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben dürfen. Genau, und diesen austauschen müssen. Und genau um diesen Paragraphen drehte sich diese ganze heiße Diskussion. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung und durch die mediale Berichterstattung ist so der Eindruck entstanden, dass jetzt jeder seine bestehende Heizung austauschen muss. Und das stimmt ja gar nicht, weil es gibt nämlich bestimmte Ausnahmen. Und die habe ich Ihnen eben auch mit aufgeführt hier. Das sind die Niedertemperaturheizkessel und die Brennwertkessel und heizungstechnische Anlagen unterhalb von 4 kW und überhalb von 400 kW.
Nennwärmeleistung, aber auch bei anteiliger Nutzung von erneuerbaren Energien, ohne, also wenn man eine Hybridheizung hat und zum Beispiel für die Gasheizung einen Biogastarif hat, auch dann ist man davon ausgenommen und vor allen Dingen eben auch von Wohngebäuden bis zu zwei Wohneinheiten, die vor dem 1.2.2002 in dem Gebäude gewohnt haben, sind eben auch von dieser Austauschpflicht ausgenommen. Und das trifft tatsächlich, wir haben eine Abfrage gemacht bei der Schornsteinfegerinnung auf 90 bis 95% der Menschen zu. Insofern keine Panik, das ist wirklich ja nur in der medialen Berichterstattung so aufgekommen, dass eigentlich im Prinzip jeder seine Heizung austauschen muss. Dem ist nicht so. Und was mir eben auch ganz wichtig ist, das ist eben nicht durch die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes entstanden. Dieser Paragraph besteht schon seit Einführung des Gebäudeenergiegesetzes im Jahr 2020. Seit dem 1. November 2020 gilt dieses Betriebsverbot schon. Das ist also keine neue Erfindung. Was ganz neu ist, ist, dass man die Heizkessel längstens nur noch bis zum 31.12.2044 eben mit fossilen Brennstoffen betreiben darf, weil ab 2045 wollen wir ja klimaneutral sein. Genau. Und dass eben viele Eigentümer nach wie vor ausgenommen sind und dass eben ja, wir einen Mindestanteil von 65% erneuerbarer Energien an dem Wärmeanteil nachweisen müssen bei Einbau einer neuen Heizung. Diese Pflicht greift aber erst, nachdem die kommunale Wärmeplanung in Ihrer Gemeinde abgeschlossen wurde. Und das ist in den meisten Fällen in Mecklenburg-Vorpommern eben der 30.06.2028. Bis dahin haben die Gemeinden Zeit, diese kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Und bis dahin haben sie eben auch das Recht auf eine Reparatur beziehungsweise auch auf den Austausch. Und eben dieser Austausch, der kann eben halt auch gefördert werden. Und dafür gibt es bestimmte Erfüllungsoptionen. Die zeige ich Ihnen nachher noch. Genau. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema Heizungssanierung. Hier sehen Sie eben, dass man beim BAFA beziehungsweise bei der KfW einen Zuschuss von bis zu 70% beantragen kann. Hier ganz wichtig, 30.000 Euro maximal förderfähige Kosten pro Wohneinheit und einmalig. Und wenn man eben so eine Heizung fördern lassen möchte, dann muss man eben auch einen Mindestanteil 65% Wärme aus erneuerbaren Energien nachweisen. Hier kann man nochmal unterscheiden oder sollte man unterscheiden zwischen Heizungssanierung, die wird bei der KfW beantragt, nach der Abschluss des Kaufvertrages bzw. Leistungsvertrages. Wenn ich nur meine Heizung, meine bestehende, optimieren möchte, kann ich einen Zuschuss von maximal 20% bekommen und das muss ich vorher beantragen. Und auch ganz wichtig, Sie brauchen keinen Energieberater, Sie brauchen keinen Energieeffizienzexperten. Das kann Ihnen auch das entsprechende Fachunternehmen ja bescheinigen. Genau, da kommen wir gleich noch zu, welche Erfüllungsoptionen es gibt. Grundsätzlich unterscheidet man bei den Heizungsanlagen ja zwischen den Einzelgebäuden, zwischen Lösungen, also zwischen mehreren Gebäuden. Und hier kann man auch nochmal unterscheiden zwischen den Gebäudenetzen und Wärmenetzen. Und das ist eben ganz genau definiert, ab wann ist ein Gebäudenetz und ab wann ein Wärmenetz vorhanden. Einzellösung, klar, ne? Es ist ein einzelnes Gebäude und dieses einzelne Gebäude kann aber eben auch bis zu 100 Wohneinheiten haben. Bei Gebäudenetzen sprechen wir dann schon von 2 bis zu 16 Gebäuden. Auch hier besteht die Grenze der 100 Wohneinheiten und die Wärmenetzförderung, die greift dann eben ab 17 Gebäude beziehungsweise 101 Wohneinheiten. Also es ist ganz genau definiert, ab wann, wie, welche Förderung beantragt werden kann, nämlich für die Einzelgebäude und Gebäudenetze über die Bundesförderung effiziente Gebäude und für die Wärmenetze eben für die Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Und das ist auch ganz unterschiedlich, bei wem man es wieder beantragen kann. Also im Bereich der Wärmenetze beziehungsweise Gebäudenetze, wenn Sie ein bestehendes Wärmenetz oder ein bestehendes Gebäudenetz haben, dann können Sie sich dann natürlich anschließen lassen und sich das auch fördern lassen. Und das beantragen Sie dann bei der KfW. Wenn Sie ein Gebäudenetz oder ein Wärmenetz neu errichten, beziehungsweise das Gebäudenetz und auch oder auch das Gebäudenetz transformieren und umbauen, erweitern wollen, dann beantragen Sie das beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Genau, hier sehen Sie mal die Förderquoten, wie sich die Förderung aktuell zusammenstellt oder darstellt, wie sie auch neu beschlossen wurde jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz. Und zwar gilt ab dem 1.1. diesen Jahres eine Grund für alle Antragstellenden eine Grundförderung von 30%. Diese Grundförderung, da haben alle Investoren von Effizienzmaßnahmen Anspruch, beziehungsweise man hat keinen rechtlichen Anspruch, aber hier können Sie eine Grundförderung beantragen. Und dann gibt es eben nochmal diese zusätzlichen Förderboni, den Einkommensbonus für selbstnutzende Eigentümer mit einem Haushaltseinkommen von unterhalb von 40.000 Euro. Damit möchte man einfach Familien, die finanziell schlechter gestellt sind, einfach nochmal zusätzlich fördern und unterstützen. Und dann gibt es noch einen Klimageschwindigkeitsbonus in Höhe von 20%, den man beim Austausch von alten Ölheizungen, Gasheizungen, die älter als 20 Jahre alt sind, eben bekommen kann, in Höhe von 20%. Und kumulieren kann man eben diese Boni auf maximal 70% Förderung. Und da sehen Sie schon, als kommunaler Antragsteller werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit hier nur eine Grundförderung von 30% bekommen, weil die selbstnutzenden Eigentümer, da sind eben tatsächlich die Wohneigentümer gemeint. Also diese Förderung bekommt man nur für die jeweilige Wohneinheit und damit ist eben auch die Förderung ganz einfach gestrickt. Sie können maximal als kommunaler Antragsteller hier noch einen Effizienzbonus bekommen für den Einsatz einer Tiefenbohrung beziehungsweise einer Grundwasserbohrung für Wärmepumpen. Und Sie können auch noch einen Emissionsminderungszuschlag für bestehende Biomasseheizungen bekommen. Aber ja, damit war es dann das auch mit den förderfähigen oder mit den Förderquoten für die Antragsteller im kommunalen Bereich. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, da nochmal einen Blick zu werfen auf die neue Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen, weil da kann man unter Umständen doch auch nochmal eine zusätzliche Förderquote herausholen. Und das bleibt also spannend. Genau. Welche Kosten sind da eigentlich förderfähig bei solchen Heizungssanierungen? Da fällt natürlich alles mit rein. Also es ist ja nicht nur die Heiztechnik, also die Solarkollektoren, die Wärmepumpen, die Biomasseanlagen oder der Netzanschluss. Es sind natürlich auch die Wärmequellen, also bei den Wärmepumpenanlagen, die Erdsondenbohrungen. Es sind die Speicher. Es ist die Brennstoffaufbewahrung, zum Beispiel bei Biomasseanlagen, die Silos, die Bunker, Förderschnecken. All das fällt natürlich mit rein. Auch die Messsteuerregelungstechnik, Energiemanagementsysteme, aber auch die Wärmeverteilung. Also sehen Sie diese Heizungssanierung nicht nur als den Austausch des Kessels an sich, sondern als eine große Umfeldmaßnahme, in denen allen Bereiche Rechnung getragen werden oder Rechnung getragen wird. Auch die Demontage und die Entsorgung von dem alten Öl- oder Gastank oder von dem alten Wärmeerzeuger wird mitgefördert. Auch das ist unter Umständen relativ teuer und natürlich auch die Inbetriebnahme. Genau. Bei der Investitionsförderung, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über diese Bundesförderung effiziente Gebäude sich auch PV-Anlagen fördern zu lassen. Da gibt es aber ganz spezielle Bedingungen, die möchte ich Ihnen noch mal kurz vorzeigen. Und zwar ist die PV-Anlage unter Umständen auch über diese BEG-Einzelmaßnahmen eben förderfähig. Und die Förderung ist gekoppelt an die energetische Sanierung und an den Neubau. Aber wenn Sie das ohnehin vorhaben, dann ist das vielleicht eine Alternative. Und zwar kann man das sich fördern lassen über diese Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Im Speziellen ist es eigentlich hier die Dachsanierung gemeint, beziehungsweise die Dacheindeckung. Diese ganzen Kosten werden natürlich über die Förderung getragen. Und kann man anstelle der Dachhaut auch eine PV-Anlage aufbauen. Insofern zum Beispiel Solardachziegel, davon haben Sie sicherlich schon mal gehört, aber auch dachintegrierte PV. Und ganz wichtig, man darf eben hier, wenn man diesen Zuschuss über die BEG bekommt, eben keine Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, also diese Einspeisevergütung bekommen. Da kann man aber darauf verzichten, es geht. Und auch wichtig zu wissen, dass man eben die PV-Anlage, also diesen erzeugten Strom auch für die Wärmeversorgung des Gebäudes nutzen muss. Grundsätzlich sind eben hier im Rahmen dieser Dachsanierung eben dann halt auch die Außenbauteile, also die Solarmodule förderfähig und auch das Stromverteilsystem, der Speicher allerdings nicht.
Aber ganz wichtig auch wieder dran zu denken, man muss hier wieder einen Energieeffizienzexperten einbinden und man kann maximal nur einen Zuschuss bis zu 20% beim BAFA beantragen. Es ist die große Frage, also nennen wir es mal so, wenn Sie nicht gerade ein Dach sanieren wollen, dann würden Sie natürlich nicht Ihr Dach runterreißen, um dort eine dachintegrierte PV aufzubauen, weil Sie natürlich auch die Mindestanforderungen an die Wärmedämmung dann einhalten müssen. Auf der rechten Seite mal dargestellt, so sieht das aus. Diese dachintegrierte PV hat man sicherlich schon mal gesehen. Oder auch die Solardachziegel, ganz rechts oben das Solardach. Das wäre durchaus möglich, macht aber wirklich nur dann Sinn, wenn man auch das Dach saniert. Genau. Ganz wichtig, es gibt keine Förderung für die Aufdach-PV-Anlage. Also es ist wirklich nur eine Förderung für die Innendach-PV-Anlage. Als funktionales Bauteil der Gebäudehülle an der Stelle darf dann eben kein Dachziegel etc. eben vorhanden sein. Und ganz wichtig, dieser Strom muss zusätzlich auch für die Wärmeversorgung des Gebäudes genutzt werden. Also nur reine Stromerzeugungsanlagen werden hier nicht gefördert. Im Bereich der Heizungssanierung kann man natürlich auch noch über PVT-Kollektoren, also photovoltaisch-thermische Kollektoren und Brennstoffzellenheizung eben sich fördern lassen. Das ist dann eine kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung. Genau, und bei den Innendach-PV-Anlagen, wie gesagt, da darf man natürlich diese EEG-Förderung nicht in Anspruch nehmen, also diese Einspeisevergütung, und man darf auch nicht den Strom selbst vermarkten, direkt vermarkten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, dass man eben gegenüber dem Netzbetreiber eine schriftliche Verzichtserklärung abgibt oder eben am Wechselrichter den Überschussstrom technisch auf Null abregelt. Genau, und damit bin ich schon am Ende angekommen. Sie haben gesehen, es gibt zunehmend gesetzliche Anforderungen. Wir haben heute mal nur in das Gebäudeenergiegesetz hineingeschaut. Da gibt es auch noch das Energieeffizienzgesetz. Es gibt auch noch die Enzimimafe. Es gibt auch noch das Klimaschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern, was in diesem Jahr in Kraft treten soll. Also da kommen zusätzliche Anforderungen auf Sie zu, weshalb es auch immer wichtig ist, das immer wieder im Blick zu behalten. Und wir sind nach wie vor von diesen enormen Kostensteigerungen im Strom- und Wärmesektor ja betroffen, die natürlich die Situation im Gebäudesektor nochmal zusätzlich verschärfen. Wir sehen natürlich an den Weltmarktpreisen, dass eben die Preise für Gas, für Erdgas durchaus gesunken sind, aber viele kommunale Versorger diese Preissenkungen noch gar nicht durchreichen. Dementsprechend haben wir halt immer noch mit hohen Kosten zu tun. Wir haben aber durchaus auch sehr hohe Einsparpotenziale im Gebäudesektor und auch noch in den vielen anderen Sektoren, die wir natürlich heute nicht betrachtet haben, zum Beispiel im Bereich Verkehr. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für Kommunen, ja, dort Konzepte sich erstellen zu lassen, beziehungsweise verschiedene Maßnahmen fördern zu lassen. Also auch die Ladeinfrastruktur soll weiterhin gefördert werden. Das steht jetzt auch schon fest. Wichtig ist, dass man jedes Gebäude, jedes Quartier eben auch spezifisch betrachtet, weil jeder Standort ist anders. Da spielen Dinge wie Denkmalschutz eine Rolle. Jedes Einsparpotenzial von jedem Gebäude ist unterschiedlich. Deswegen kann man auch keine pauschalen Aussagen dazu tätigen. Und Sie sehen halt schon in diesem Bereich der BEG, wie vielfältig diese Finanzierungsmöglichkeiten auch sind und dass die sich auch ständig verändern und anpassen. Da werden auch noch neue Förderprogramme ja veröffentlicht, zum Beispiel diese Klimaschutzförderrichtlinien, mit denen dann die BEG unter Umständen wieder kumulierbar ist. Also es lohnt sich wirklich ganz spezifisch zu schauen, welche Maßnahme man durchführen möchte. Und deswegen sollte man vorher auch immer sinnvoll recherchieren zu den Förderprogrammen, immer noch mal neu nachfragen, weil sich da eben so viel ändert und eben halt auch das in die Vorplanung mit einfließen zu lassen. Sie haben ja gesehen, für die einzelne Sanierung von Heizungssystemen gibt es ja bis zu 70% Zuschuss, Gesamtsanierung bis zu 45%, unter Umständen sogar 60%. Aber Sie haben eben auch gesehen, an der Heizungsoptimierung, das ist ein schönes Beispiel, und auch im Bereich der kommunalen Wärmeplanung haben wir es jetzt im letzten Jahr gesehen. Es gab ja über die ZUG diesen Förderschwerpunkt kommunale Wärmeplanung und von der KfW diese Zuschüsse bzw. Kredite für die energetische Stadtsanierung. Beides ist weggefallen.
Und das stellt die Kommunen besonders im Bereich der kommunalen Wärmeplanung vor große Herausforderungen, wie sie es finanzieren sollen. Und das wird auch in vielen anderen Bereichen wird es genauso geschehen. Deswegen mein wichtiger Tipp an Sie, investieren Sie baldestmöglich und ja, nutzen Sie diese Fördermöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, bevor diese gesetzlichen Pflichten greifen. Genau. Ich stehe Ihnen natürlich gerne zur Verfügung für Beratung vor Ort und natürlich auch am Telefon. Wir haben telefonische Sprechzeiten montags und mittwochs eingeführt von 9 bis 11, dass ich kurze Fragen auch schnell mal beantworten kann. Ich komme natürlich auch gerne, wenn Sie das wünschen, vor Ort, gerne auch im Tandem, zum Beispiel mit dem Herrn Bieker zusammen. Genau, Sie sehen hier meine Kontaktdaten und bedanke mich für Ihr Interesse. Dankeschön.